normalen Verkehrskontrolle. Einmal bitte Führerschein und Fahrzeugschein. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ihre Anordnung von Ihren Kollegen befolgen. Ich habe die Kfz-Papiere gezeigt, ich habe den Ausweis gezeigt, ich habe den Führerschein gezeigt. Ich gehe auf Ihren Wunsch zurückgefahren, ich habe den Motor ausgemacht. Wenn ich aussteigen soll, müssen Sie mir jetzt schon sagen, warum ich aussteigen soll. Weil ich gerne mit Ihnen auf Augenhöhe spreche. Nee, ich nicht. Ich lege da keinen Wert drauf. Ich stehe ja auch. Ja, aber ich lege da keinen Wert drauf. Dann knien Sie sich hin, wenn Sie mit mir auf Augenhöhe sprechen wollen. Das möchte ich ja nicht. Ich will nicht aufstehen. Ich stehe, wenn Sie mir keinen vernünftigen Grund sagen, warum ich aussteigen soll. Weil ich Ihnen ganz gerne ein, zwei Fragen stellen möchte. Ja, die können Sie mir auch so stellen. In den Beinen ist nicht mein Gehör. Mein Gehör ist an den Ohrmuscheln. Ja, richtig. Also, wir reden jetzt, passen Sie auf. Lange Rede, kurz, stellen Sie Ihre Fragen. Eventuell werde ich Sie beantworten, aber ich werde jetzt nicht aussteigen, ohne dass Sie mir einen triftigen Grund nennen. Es geht einfach darum, dass ich gerade die Verkehrstüchtigkeit von Ihnen und Ihrem Fahrzeug prüfen möchte. Und damit ich Ihre Verkehrstüchtigkeit prüfen kann, müssen Sie aussteigen, damit ich mit Ihnen sprechen kann. Na, Sie können ja einen Bluttest anordnen. Ich habe Zeit. Ordnen Sie den Bluttest an, stellen Sie das Auto sicher, fahren Sie mich zur Wache. Ich habe Langeweile. Ich freue mich. Da habe ich doch was zu erzählen. Ist doch geil. Gut, würden Sie mir wenigstens den Gefallen tun und die Sonnenbrille abnehmen? Nein. Der Führerschein von mir mit Sonnenbrille. Also, warum soll ich jetzt die Sonnenbrille abnehmen? Later on the fader.